Hallo und herzlich willkommen zu Graustausch Podcast Nummer 159. 159. Und unserer Release-Vorschau für den Oktober 2018. Yay! Ja, wir nehmen das am 20.09. auf, also wir hoffen, dass jetzt nicht mehr so viele Verschiebungen kommen. Wenn doch, wisst ihr, woran es liegt. Genau. Und wie jedes Mal werden wir es so machen, dass wir uns ein paar Titel rausgepickt haben, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Und ansonsten dann am Ende die Kategorie haben und sonst so, wo wir, wenn uns der Titel gar nichts sagt, einfach nur sagen werden, erscheint und ansonsten halt ein bisschen in Kurzfassung abhandeln genau. werden, was zum Spiel so zu sagen ist, wenn es uns einfach nicht besonders tangiert oder wir nicht viel Neues beizutragen. Genau, und sonst ist natürlich das auch nicht komplett vollständig, wir haben jetzt nicht jedes einzelne Indie-Spiel, was im Oktober erscheint und auf Steam irgendwie rauskommt in dieser Liste. Ja, aber trotzdem sollte da ein ganz guter Überblick bei zustande kommen. Genau. Ja, und los geht's am 5. Oktober 2018 mit Assassin's Creed Odyssey. Mensch, für alle Konsolen, außer Switch, glaube ich. Kommt ihr auf Switch? Weiß ich nicht, also auf jeden Fall nicht an diesem Tag. Okay. Ja, am 5. Oktober scheint dies. Und ja, Assassin's Creed Odyssey ist so eine Sache. Mhm. Sie hatten ja eigentlich gesagt, sie wollen ja nicht mehr jedes Jahr ein Assassin's Creed rausbringen. Weil sie wollen dafür sorgen, dass die Qualität weiter so hoch bleibt, wie es jetzt halt bei Assassin's Creed Origins. Danke. Ich habe gerade überlegt, Pyramiden, Wüste, Ägypten. Was? Wie war der Name nochmal? Assassin's Creed Pyramiden. Assassin's Creed Origin. Was ja viele Fans wieder zurück zu Assassin's Creed gebracht hat. Weil total tolle Grafik, gute Geschichte, tolles neues Kampfsystem, Loot, etc. War alles toll. Und ja, und dann auf einmal kommt aber dann die Ansage, ja, dieses Jahr kommt gleich das nächste Assassin's Creed. Und da war halt schon damals, wo den ersten Trailer gezeigt wurden, schon der Aufschrei groß, weil man hat sich das angeguckt, dachte so, das ist einfach genau das Gleiche wie Origins. Ja. Es ist halt... Du siehst keinen Unterschied, nur dass jetzt statt Ägypten ist es halt Griechenland. Ja. Aber es ist halt wirklich kaum, es ist grafisch kein Unterschied, es ist vom System her kein Unterschied, nix. Es ist eins zu eins das Gleiche. Ja, mit einer Änderung halt, weil man muss halt sagen, die Spiele wurden halt parallel entwickelt. Also es war von vornherein der Plan, diese beiden Spiele back-to-back rauszubringen. Mit einer Änderung, einer wesentlichen, und zwar geht das Ganze jetzt halt noch mehr in Richtung Action-Rollenspiel, dadurch, dass es jetzt ein Dialogsystem hat und eben man in auch kleinen Nebenmissionen Entscheidungen treffen muss, die sich dann wohl auch wirklich gravierend später auswirken sollen im Spiel. Angeblich. Es konnten jetzt ja diverse Testmagazine bereits 5 Stunden reinspielen in das Spiel. Und was man ja schon mal sagen muss, das zeugt ja ein bisschen von Vertrauen ins Spiel, die wurden in dieser Zeit nicht eingegrenzt. Also sie durften, wenn sie wollten, 5 Stunden einfach in die Pampa reiten und gucken, was die Welt so hergibt. Die konnten der Story folgen. Also es gab keine Embargos, also keine Grenzen, die gesetzt wurden. Und da wurde halt durch die Bank weg gesagt, dass dieses Dialogsystem wirklich gut funktioniert. Und dass man wirklich schon in den Missionen Konsequenzen gespürt hat. Und man halt in bester frühere BioWare-Manier entscheiden konnte, wie löse ich dieses Problem jetzt? Löse ich es nett? Nehme ich die Bürde auf mich? Bringe ich den einfach um. Und es wurde halt beteuert und wurden auch Beispiele genannt, wie eben auch Aktionen aus den Nebenmissionen sich später dann auswirken und dann quasi, zum Beispiel Leute, wenn du Leute übers Ohr gehauen hast, irgendwo, dass die dann irgendwann in der Hauptmission auftauchen und sagen, ey, dich hau ich jetzt um. Ja. Und dann mit den Gegnern kämpfen. So eine Sachen halt. Ja, und das ist cool und es ist auch was, wo ich denke, dass das halt die Reihe auch voranbringen kann. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Odyssey an sich jetzt kein schlechtes Spiel sein wird. Nein, das nicht. So, aber man hat halt richtig gemerkt, wie die Leute dann als Origins rauskamen, doch sehr froh waren über den Schritt. Vorher war auch schon, also so viel ist jetzt ja nicht anders. Ja, ja. Die einen sagten, das ist aber nicht mehr mein Assassin's Creed. Die anderen sagten, das ist aber zu viel Assassin's Creed. Ja. Aber das Spiel kam ja dann doch sehr gut an. Richtig. So. Und man merkt aber richtig, als Odyssey angekündigt wurde, wie diese ganze alte Ermüdung bei den Fans sofort wieder losgegangen ist. Wie alle so, so, und jetzt gehen die ja noch länger als vorher. Und jetzt soll ich schon wieder 50 Stunden in dasselbe Spiel investieren. Ja. Weil man nämlich sagen muss, ansonsten, das Kampfsystem ist gleich. Genau. Außer, dass man jetzt halt 4 Spezialmanöver auf die Buttons drücken legen kann. Aber das Kampfsystem ist de facto gleich.
Das Loot-System ist gleich, die Animationen sind gleich, die Grafik ist gleich. Und ja, das ist, da fühlen sich halt viele verarscht. Ich muss sagen, was dem Spiel für mich persönlich gerade so ein bisschen den Arsch rettet, ist, dass sie halt wirklich gesagt haben, nein, nein, Leute, keine Angst. Es waren durch diese zwei Spiele geplant und wir wissen schon, dass wir jetzt nicht nächstes Jahr noch eins bringen dürfen. Und sie haben versprochen, und darauf verlassen wir uns jetzt einfach mal, dass nächstes Jahr kein Hauptteil der Assassin's Creed-Reihe kommen wird. Mal gucken. So. Nichtsdestotrotz habe ich damals im E3-Stream reagiert mit unterstützt sowas nicht. Ja. Und würde halt irgendwo immer noch dabei bleiben. Was halt immer schwierig ist, weil man halt auf der einen Seite denkt, ja, das mit dem Dialogsystem und so ist ja cool, sie sollen ja eigentlich die Nachricht bekommen, ja, das finden wir gut. Ja, ja, genau. Aber gleichzeitig denkt man, ja, aber man unterstützt damit halt auch, dass sie wieder gesagt haben, ja, ey, wir haben hier die ganzen Assets und so können wir auch zwei Spiele daraus entwickeln. Ja, genau. Das ist halt dieses Problem, wenn es jetzt so wäre, dass Odyssey zum Beispiel, ich meine, gut, da müsste einen anderen Namen haben, aber nicht auch in der Antike zur selben Zeit spielen würde. Das spielt vorher. Es spielt sogar vorher. Mehrere hundert Jahre vor Origins. Ist ja 100 Jahre vor Origin? Also es ist ja noch alles Antike halt. Ja. Es ist immer noch alles Antike. Es hat sich also in dem Sinne nichts wirklich groß verändert, auch wenn 100 Jahre dazwischen liegen, sage ich jetzt mal. Wenn es jetzt zum Beispiel gewesen wäre, dass Assassin's Creed jetzt halt im Mittelalter gespielt hätte oder in der Moderne irgendwie sowas, dann wäre das gar nicht so schlimm. Dann würde man sagen, gut, Grafik ist gleich, Kampfsystem ist zwar auch gleich und so weiter, aber man hätte ein neues Setting. Man hätte einfach gesagt, okay, aber es ist ein neues Setting, neue Story, neue Charaktere, bla, alles gut. Aber dadurch, dass halt wirklich das Setting gefühlt 1:1 ist, auch wenn 100 Jahre dazwischen liegen, es ist Antike, ist halt das einfach dieses Gefühl der Verarschung ist halt wirklich einfach da. Ja. Und es ist halt schade, weil alles, was ich gehört habe in den Previews, klingt für mich so, als wäre es für mich an sich das interessantere Spiel, weil eben auch die beiden Helden, die ja quasi dieselben in männlich und weiblich sind, halt sehr viel cooler klingen. Man ist halt nicht irgendein antiken Sheriff, sondern man ist ein Söldner und im Prinzip wird nicht, wenn Trouble ist, wird man gerufen, sondern man ist der Troublemaker, so gegen den die Leute vorgehen müssen. Und die Cutscenes waren auch wirklich lustig und cool gemacht. So. Ja. Gab zum Beispiel so eine Szene mit einem Typ, der heißt irgendwie der Zyklop von Nikos oder so. Und der hat halt nur ein Auge und er hat ein Glasauge. Das hat man ihm geklaut in einer Nebenmission. Okay. Und dann geht man halt hin und kann ihn damit erpressen. Und dann sagt er, mein Auge, gib es mir wieder. Und dann steht halt der Held einfach nur da. Dann kommt eine Ziege vorbei, der steckt der Ziege das Auge in den Arsch und sagt, go get it. Und der andere war so, und es war wirklich lustig und gut geschrieben. Und ja, generell, also sollen wohl interessante Charaktere, interessante Dialoge sein. Ich finde auch das Setting für mich spannender, weil es einfach mehr Abwechslung verspricht als Sand und Wüste und eine große Stadt in Ägypten. Aber ja, das ist für mich wirklich so ein ganz klares Nein, kaufe ich nicht, weil Ubisoft mal merken soll, ihr könnt nicht immer wieder aus jedem Spiel 5 Spiele oder 2 Spiele rausholen. Ja, es ist, ich verstehe auch schon, wenn jetzt verwirrt vielleicht bei euch auch so ist, weil wir gerade sehr widersprüchlich beide so sind. Wir sagen beide, es ist cool, aber eigentlich ist es scheiße. Ja. Und eigentlich ist es cool, aber es ist schwierig. Ja. Es ist schwierig. Ich meine, jeder muss für sich selber entscheiden. Es ist mir einfach alles drum ringsherum egal. Ich will einfach Spaß haben, kaufst mir Zockes. Ja. Vollkommen okay. Wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Spiel auch wirklich Spaß macht. Naja, es wird wie Origins sein. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige sagen, nee, ich habe Origins schon gespielt, was soll ich jetzt mit Odyssey? Ja. Und nur weil jetzt ein paar Dialoge drin sind und so ein bisschen Entscheidungen wie Mass Effect irgendwie, dann ja, zocke ich Mass Effect nochmal. Ja. Die guten Teile. Also alles außer dem Trommel. Egal. Muss ich ja für Sie. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar schreiben, was haltet ihr von Assassin's Creed Odyssey? Wäre mal wirklich interessant. Ja. Wie seht ihr das eigentlich? Und natürlich das größte Problem des Spiels haben wir noch gar nicht erwähnt. Es hat einfach dasselbe Kürzel wie der Vorgänger. Ja, stimmt. ACO, ACO. Ja. Ich fand es sehr gut, dass Fans entschieden haben, dass sie das jetzt einfach AC Ott nennen. Das finde ich fast eigentlich ganz gut. Ja, doch. AC Ott und ACO. Ja. Ja. Ja, aber dafür kommt noch ganz viel anderer Spielspaß, auch am 5. Oktober, nämlich für die Nintendo Switch mit Super Mario Party! Ja, auch eine Reihe, die in den letzten Jahren gestrauchelt ist und sich bei den Fans nicht mehr allzu großer Beliebtheit erfreut. Leider. Und genau wie bei Origins letztes Jahr hat sich Nintendo gesagt,
Das müssten wir mal wieder ein bisschen überdenken. Ja. Vielleicht sollten wir mal wieder Minispiele machen, die spaßig aussehen und nicht nur frustig. Genau. Vielleicht sollten wir nicht mehr die ganze Spielergruppe in einen Wagen setzen, indem sie dann über die Map fahren, sondern diesen Fun-Faktor des wer ist wann wo und wer schaltet welche Abkürzung frei und blockiert die anderen wieder mit reinbringen. Und vielleicht sollten wir Super Mario Party einfach mal wieder machen wie früher. Genau. Das heißt, Assassin's Creed musste sich neu erfinden. Super Mario Party musste eigentlich nur machen, was alle wollten, nämlich wieder das Alte werden. Richtig. Und das, zumindest so wie es momentan aussieht, von den Trailern her und so weiter, scheinen sie geschafft zu haben. Es gibt wieder wunderschöne Spielbretter, so, mit allem möglichen Nebenkram, was dann auch ringsherum passiert, wo man aufpassen muss und so weiter. Jeder bewegt sich wieder von selber übers Feld und nicht alle gemeinsam. Es gibt neue Interaktionen, wenn zwei Charaktere auf demselben Feld irgendwie sind, kann man anscheinend miteinander handeln oder ähnliches. Die einzelnen, und je nachdem, welchen Charakter man ausgewählt hat, kann man jetzt Spezialwürfel benutzen. Also jeder scheint einen eigenen Würfel zu haben. Der eine hat dann irgendwie 10 Zahlen, der andere hat dann 5 Zahlen und keine Ahnung was. Um dann halt vielleicht eher auf einmal an jemanden vorbeizuziehen oder genau auf ein Feld drauf zu kommen und ähnliches. Und das ist alles, das sind intelligente, lustige neue Ideen. Und dazu halt auch viel lustige neue Minispiele, die halt auch die Switch richtig komplett ausnutzen. Ja. Das sieht einfach alles toll und spaßig aus. Und das ist wirklich so ein Spiel, wo ich denke, ja, ich habe einen Kumpel, der hat eine Switch, das wird gezockt. Also das ist schon jetzt klar, dass wir bestimmt mal zocken, Spieleabend machen, keine Ahnung was, das wird lustig. Ja. So. Ja, und viel mehr ist das so eigentlich nicht zu sagen. Sie haben das wieder gemacht, was alle wollten. Ja. Generell muss ich nach wie vor sagen, also was die Switch so wirklich Monat für Monat rausballert, und finde ich auch an sinnvollen Spielen, die es schon mal gab, wo sich holt für ihr System. Also die Switch ist wirklich gut bestückt. Ja, jetzt schon. Mittlerweile echt. Es ist schon echt gut. Und am 11. Oktober kriegt sie dann noch weiteren Zuwachs, nämlich mit Child of Light. Das ist ja ein Spiel, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ja. Da habe ich auch eine Review zu gemacht. Die ist auch auf dem Kanal. Ist schon ein bisschen älter und deswegen noch nicht ganz so kompetent wie die neuen. Aber trotzdem ist das, was ich da über das Spiel sage, trotzdem richtig. Denn das ist ein Spiel, was einfach ganz, ganz viel Herz hat. Es kommt von Ubisoft und es war mitten in dieser Phase, wo sie mit Assassin's Creed und Far Cry und so voll nehmen so und alles ist ultra brutal und überstilisiert. Ja. Und dann kam das. Und Child of Light ist im Prinzip ein Märchen zum Selberspielen. Das ganze Spiel ist in Reimform. Also alle Dialoge sind in Reimform und man spielt die kleine Aurora. Das ist eine Prinzessin, die einen Vater hat, der in seiner Frauenauswahl nicht ganz so gut ist. Er sucht sich nämlich nach dem Tod seiner Gemahlin eine neue Frau und die ist leider eine böse Hexe. Böse Stiefmutter. Und sorgt dafür, wird impliziert, dass Aurora stirbt. Aber Aurora wacht in einem fernen Fantasieland wieder auf und dann setzt sich das Spiel halt auf der Reise, die sie dann wieder zurück angehen muss, mit kindlichen Ängsten auseinander und hat aber auch die klassischen Märchen, wachse über dich hinaus, Tropes. Und was das Spiel ganz, ganz toll macht, ist, dass es von der Story her so ist, dass Kinder das spielen können und verstehen und Spaß dran haben und dass es für Erwachsene aber auch nicht unterfordernd ist. Mhm. Also, dass man trotzdem da sitzt und es schöne Momente hat und auch ein, zwei Gänsehautmomente. Vom Kampfsystem her ist es ein Rundenkampfsystem mit ein, zwei netten Ideen. Man hat zum Beispiel so ein kleines Glühwürmchen, damit kann man Gegner blenden, sodass sie halt weiter zurückgesetzt werden auf der Zeitleiste. Und wenn man es halt schafft, Gegner zu treffen, wenn sie gerade die Aktion aufladen, dann setzt man sie halt komplett zurück und sie müssen komplett von vorne wieder aufladen. Ist halt ein Active-Time-Battle-System im Prinzip. Und dann kannst du sie halt so blenden, dass sie genau da ankommen, wenn du dran bist und ihnen dann eine verpassen, sodass sie wieder am Anfang sind. Ja. Das Kampfsystem ist simpel, aber funktioniert und macht Spaß. Hat ein sensationelles Main-Theme. Also es ist einer meiner liebsten Songs überhaupt. Sehr, sehr schön. Tatsächlich so, wenn das angeht, kriege ich sofort Gänsehaut. Das hat so Horizon-Trailer-Musik. Das ist nämlich für mich für Ori. Das Ori-Theme und so weiter. Genau. Ich will jetzt gar nicht das ganze Spiel nochmal wiedergeben, weil ich habe eine 25-Minuten-Review dazu gemacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt euch die an. Ich kann aber Child of Light jedem ans Herz legen, der auch mit Spielen was anfangen kann, die nicht voller Gore und Gewalt und Brutalität sind. Und wenn ihr es bisher noch nicht spielen konntet und aber eine Switch jetzt besitzt, dann könnt ihr es jetzt am 11. Oktober mal nachholen, endlich. Ja. Dann am 12. Oktober, einen Tag später, kommt ein sehr interessanter Titel für die Switch raus, nämlich The World Ends With You Final Remix. Ja. Auch ein sehr langer Titel, erinnert fast an Kingdom Hearts.
Ja, das macht auch Sinn, denn The Worlds Ends With You wurde entwickelt von dem Square-Team hinter Kingdom Hearts. Genau, deswegen kommt er zum Beispiel auch in einem Kingdom Hearts-Teil mit vor. Mhm. Zumindest Charakter davon. Ja, sieh da. Und deswegen macht natürlich auch das Final Remix völlig Sinn. Richtig. Denn das macht auch Kingdom Hearts sehr gerne. Richtig. Ganz viele finale Remixes. Final, final Remix. Ja. So, The World Ends With You kam damals für den 3DS raus. Genau. Und jetzt eben für die Switch, was mich sehr, sehr freut, weil das war einer dieser Titel, die, als sie rauskamen, die für mich ultra interessant klangen, die ich aber einfach nicht spielen konnte, weil ich nicht im Besitz des entsprechenden Gerätes war. Genau. Und es spielt in Shibuya in Japan und handelt von einer Gruppe Verstorbener. Also man spielt verstorbene Leute, die sogenannten Player, die in der Unterwelt an Spielen um ihre Seele sozusagen teilnehmen. So in der Art. Sie treten an gegen die Spielleiter, die sogenannten Reaper. Und jede Woche kriegen sie neue Herausforderungen in dieser Unterwelt. Und wenn sie an diesen teilnehmen wollen, um quasi ihren Status zu verbessern, müssen sie aber das setzen, was ihnen am meisten am Herzen liegt. Und nur wenn sie das Spiel gewinnen, bekommen sie es danach zurück. Ja. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo es dahin führt, weil ich will es ja noch selber spielen. Ja, ich weiß auch aber nicht. Allein dieses Konzept klang für mich schon so spannend, dass ich mich super gefreut habe, dass das auf die Switch kommt. Ja, und es ist auch einmal, was ich jetzt an Kritiken davon gehört habe, alle sagen, es ist ein grandioses Spiel, dass die Story extrem gut sein soll und dass das Spiel an sich auch einfach mega spaßig sein soll. Ja. Also perfekt für den Handheld. Und ja, Switch ist auch ein Handheld, wird also ein, glaube ich, sehr, sehr gutes Spiel sein und dass man echt mal nachholen kann. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel damals For Players eine 91% abgesahnt hat. Ja, ja. Und dann war es sowieso, ich so, For Players gibt über 90%, das sollte ich mir merken. Ja, also sind wir sehr gespannt, wie es denn auch für uns ist. Wie gesagt, wir sind darüber nichts. Ich habe auch noch nie irgendwas darüber angeguckt. Ja. Ich kenne, wie gesagt, nur die Charaktere durch Kingdom Hearts so ein bisschen. Ja, aber ja, ich kenne halt auch den Stil und so und der ist auch super cool. Und die Idee ist super und ja, das ist so ein Ding, das werde ich einfach kaufen und dann mal sehen, was es damit auf sich hat. Ja. Ja, und dann eine Woche später, am 19. Oktober, kommt auch ein sehr wichtiger Titel. Ja. Das ist auch endlich mal auf das Switch spielen kann. Endlich, ja. Nämlich Dark Souls Remastered für die Switch. Und das ist schon ziemlich krass, dass man sich mal vorstellen muss, dass ein Dark Souls für eine Nintendo-Konsole kommt. Ja. Hätte ich vor einigen Jahren noch nicht dran geglaubt, dass das jemand so möglich ist. Ja, ich kann hier nur wiederholen, wartet mal bitte die Reviews ab, denn das Spiel sollte eigentlich am selben Tag wie die PS4 und Xbox One und PC-Fassung kommen, nämlich am 25. Mai und wurde dann wirklich eine Woche vorher plötzlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja. Und sowas ist für mich immer so ein, was hat da nicht funktioniert? So, und generell muss man sagen, deswegen habe ich sie nochmal aufgenommen, weil über Dark Souls haben wir nun bei weitem schon genug gesprochen, unter anderem letzte Woche, wenn ihr diesen Podcast seht. Zum Beispiel. Ich wollte es auch nochmal mit aufnehmen, weil wir mittlerweile das Remaster ja ein bisschen beurteilen können. Und zumindest in der PS4 und Xbox One und PC-Fassung ist es kein besonders gutes Remaster. Kein besonders gutes Remaster, nein. So, es läuft jetzt mit 60 FPS. Und ja, es sieht an ein, zwei Stellen ein bisschen besser aus. Aber da wurde wirklich sehr wenig Arbeit reingesteckt. Es wurde einfach wirklich nur damit für den aktuellen Konsolen, dass man es da auch spielen kann. Ja. Ein bisschen Komfort wurde mit eingefügt, so eine Komfortoption und das war es eigentlich. Ja. Und es ist wirklich, es gibt wirklich Stellen im Spiel, die sind wirklich immer noch richtig, richtig hässlich. Mhm. Und wie gesagt, wir haben das Ur-Dark Souls geliebt und es sah damals schon nicht toll aus. Ja. Aber man erwartet halt bei so einem Remaster, dass dann auch ruhig das Spiel remastert wird. Und du siehst, okay, bis dahin sind HD-Texturen und da wird es plötzlich matschig. So, und das passiert in diesem Spiel so oft, dass du die Kamera schweifen lässt. Oh, was für ein schöner... Au, oh Gott, wie sieht das denn aus? Ja, ja. So, und was uns halt wirklich ein bisschen schockiert hat, ist, es sind halt wirklich Fehler mit dazugekommen im Spiel. Ja. Es gibt halt wirklich Stellen, wo plötzlich, also zumindest in der Fassung, die wir hatten, wo plötzlich Licht durch Wände gestrahlt ist und man saß da... Why? Warum? Und auch wirklich Stellen, die einfach schlechter aussahen als vorher. Ja, teilweise schon. Also gibt immer wieder auch Vergleichsbilder, also wir denken uns das nicht aus, es gibt wirklich Vergleichsbilder, das Remaster sieht an einigen Stellen schlechter aus als das Originalspiel. Und das ist schon traurig. Und ich hoffe ein bisschen, dass sie die zusätzliche Zeit für die Switch auch genutzt haben, um zu sagen, hey, das ist jetzt das Debüt auf dieser Konsole,
vielleicht sollten wir das ein bisschen schicker, ein bisschen schicker machen. Ja, mal gucken. Nichtsdestotrotz ist Dark Souls natürlich ein fantastisches Spiel. Wer wissen möchte, warum die Souls-Reihe so gut ist, der hört sich einfach den Podcast von letzter Woche an. Richtig. Und oder sämtliche anderen Podcasts, die irgendwas mit Souls zu tun haben. Wir haben einige Souls-Podcasts. Ja, wir haben einige Souls-Podcasts. Man könnte meinen, dass wir Souls sehr lieben. Ja. Also. Wir sind nicht süchtig. Nein. Wo ist mein Souls? So wie mit Drogen. Wo ist mein Souls? Spider-Man, geh weg von meinem Souls. ja, also wie gesagt, wir haben dazu zahlreiche Podcasts und ich glaube, von Dark Souls hat mittlerweile dann auch der ein oder andere mal was gehört. Vielleicht mal, ja, so am Rande irgendwie. Ja, dann kommen wir doch, wo wir jetzt über das dieses populäre Dark Souls geredet haben, kommen wir doch mal zu einem kleineren Indie-Titel, würde ich behaupten. Ja, schon fast. Den kaum einer auf dem Schirm hat. Ja, das vergessen auch die meisten, dass es so rauskommt. Ja. Ja, also die haben auch über die letzten Jahre immer mal wieder versucht, mit Trailern Hype zu wecken, aber es war einfach allen egal. Ja, haben so vor kurzem haben sie jetzt irgendwie gesagt, es kommt eine Online-Beta irgendwie raus für das Spiel. Aber ja, als ob das irgendwer online spielen will. Ja. Na gut, ja, wir reden von Red Dead Redemption 2, meine Güte. Für PS4, Xbox One, 26. Oktober. Kommt raus. Und ist wahrscheinlich das Spiel des Jahres, wo alle am meisten gehypt drauf sind. Ja. Ja, also Red Dead 2 war schon wirklich so ein Phänomen auch wieder. Also es kam dieser erste Teaser-Trailer, der ging eine Minute und es haben Leute einstündige Videoanalysen zu diesem einminütigen Teaser gemacht. Ja, ja. Und ja, das aber halt irgendwie auch zurecht. So, weil ich gebe zu, ich habe mir auch ein, zwei von diesen Analysen angeguckt. Und weil es wirklich alleine, was in diesem Spiel an Details drin steckt, ist halt so unfassbar krass. Ja. Sei es so Sachen, dass sie in den Cutscenes so drauf geachtet haben und wohl auch im Spiel selber, dass wenn die Revolver zu nah an seine Augen kommen, er dann blinzelt, der Held, in Anführungszeichen, sei es halt wirklich so ganz viele Kleinigkeiten wie die Animation. Also es ist wirklich, wenn man eben auf Leute auf Pferden schießt, die Pferde auch bocken können und die dann abwerfen, dass man auch in der Distanz die Blutpartikel noch fliegen sieht in dieser riesigen Open World. Ja. Es sieht phänomenal gut aus. Ja. So, es hat so ein, zwei Szenen in den Trailer, wo man da so denkt, wie geht das auf diesen Konsolen? Ich wollte gerade sagen, wie geht das auf den Konsolen? So, und das alleine würde für mich schon reichen zu sagen, hey, und wenn ich einfach nur 10 Stunden durch diese Welt reite und sie mir angucke, dann ist das auch schon schön. Ja, das war ja das Tolle, dass von Red Dead Redemption 1 einfach dieses Phänomen dieser grenzenlosen Weite sozusagen, wo man einfach durchreite. Und für viele ist ja zum Beispiel auch einer der schönsten Videospielmomente ist ja wirklich in Red Dead Redemption 1, wenn man zum ersten Mal nach Mexiko reitet und dann einfach diese Musik einsetzt. Ja. Man einfach nur durch diese grenzenlose Weite reitet und diese Musik spielt. Und es passiert, man sieht so links und rechts so ein bisschen was zu sehen, aber nicht viel. Man ist einfach alleine in der Prärie. Ja. Und und das hat man das Gefühl, das kommt jetzt bei Red Dead Redemption 2 auch wieder so rüber. Das ist halt auch wieder, man ist zwar der krasse Cowboy irgendwie, man ist der Bandit. Man hat irgendwie auch mit den Charakter aus dem ersten Teil auch zu tun. Und man ist ja der Bösewicht, man wird herumballern, man wird ausrauben, man wird alles Mögliche an Sachen tun. Aber dann wird es, ich bin sehr sicher, auch wieder diese Momente geben, wo einfach nur wieder der einsame Cowboy auf seinem Pferd ist und man einfach nur ganz still und leise durch die Prärie reitet. Ja. Ja, und dann, ja, ich denke mal, spielerisch wird es wieder ein überdurchschnittlicher Third-Person-Shooter sein im Prinzip. Aber ich denke, was bei Rockstar eigentlich immer funktioniert, ist die Story. Ich finde es auch sinnvoll zu sagen, sie machen ein Prequel. Also man spielt jetzt ja ein Mitglied der Wenderland-Gang. Und ja, lernt dementsprechend auch Dutch und so aus dem ersten Teil alle sehr viel besser kennen. John Marston wird dann natürlich auch eine Rolle spielen. Und man ist halt im Gegensatz zu John Marston im ersten Teil, der ja eigentlich der geläuterte Outlaw ist, der jetzt eigentlich nur noch Rache will und dann ein normales Leben, ist man hier, das merkt man auch schon im Trailer, ist wirklich einfach ein richtiges Arschloch. Ja, man ist ein Outlaw. Man will eigentlich nur seinen eigenen Profit, das ist alles. Ja. Und ich finde, es macht halt wirklich deshalb Sinn, weil Red Dead Redemption
ja eigentlich dieser Abgesang auf das Cowboy-Leben war. Ja. Und ja sogar auch die Autos und die Bahnen und so schon kamen und es wirklich so war, okay, diese Zeit ist vorbei. Ja. So. Und ich finde, da jetzt das Spiel danach anzusiedeln, hätte so semi-Sinn gemacht. Noch dazu, ich habe ganz vergessen, welchem Terrain das spielt in den USA, aber jedenfalls, es ist sehr viel bewachsener, also man hat sehr viel mehr Gebirge und Täler und Wälder, also weil eins war schon das Problem manchmal, da war dann große weite Prärie und du bist halt da durchgeritten und dachtest, ja, also richtig viel ist hier jetzt nicht. Und ja, eigentlich alles, was ich zum Spiel gesehen habe, war so jedes Mal, oh Gott, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich darauf freue. Ja, also das ist, es wird wahrscheinlich für viele das Spiel des Jahres sein, bin ich sehr, sehr sicher. Und wenn wir es spielen, ja, wer weiß, vielleicht auch für uns. Ja, mal sehen. Mal gucken. Und ja, es, wie gesagt, was man alles an Details gesehen hat, ist unglaublich. Also für mich war mit eines dieser Details, weil ich es sehr beeindruckend verwandt, einfach, wie sie gezeigt haben, wenn man mit dem Pferd losreitet. Dass es halt einfach nicht ist, man drückt eine Taste und das Pferd geht sofort schnurstracks geradeaus los, sondern dass halt wirklich das Tier sich erstmal noch aufbäumt und wirrt und erstmal sich kreist und dreht, bevor es dann los startet, wenn du halt wirklich gleich in Galopp gehst. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass sie auf sowas geachtet haben, dass halt wirklich das Pferd wirklich ein Tier ist, ein Lebewesen und nicht einfach nur, ist ein Fahrzeug. Ja. Und fertig. Fertig. Das war unbeabsichtigt. Ja, wir freuen uns mega drauf, die ganze Welt wird sich drauf freuen, es wird weggehen wie warme Semmeln, bin mir sehr sicher. Einzige Sache, ich hoffe, dadurch, dass sie es gesagt haben, die Beta kommt jetzt für Multiplayer, dass es doch auch für den PC erscheinen könnte, vielleicht? Ja, wer weiß, wenn dann aber wahrscheinlich wieder erst sehr viel später. Höchstwahrscheinlich. Muss vielleicht auch noch erwähnt werden, dass Red Dead Redemption Online drin ist, also sie machen dasselbe mit GTA hier auch nochmal, wird natürlich bei weitem nicht diese Wellen schlagen wie GTA Online. Ich denke nicht, dass das mit 6 Milliarden einspielen wird. Nicht ganz. Aber trotzdem dürfte sich dieses Teil sehr, sehr gut verkaufen. Sehr, sehr gut verkaufen. Mal, sagen wir 3 Milliarden. Ja, muss ja auch reichen. Ja, man kann nicht mal 6 Milliarden verdienen mit jedem Spiel, was man rausbringt. Also Rockstar muss ja auch mal, ne? Ja. 6 Milliarden wird das nächste Spiel wohl nicht einspielen. Das am 30. Oktober kommt. Es hat aber auch keinen Online-Modus, sondern es ist ein Single-Player-Survival-Horror-Rollenspiel mit dem Namen Call of Cthulhu, The Official Video Game. Yay! Also, Cthulhu kriegt sein eigenes Videospiel. Das ist schön. Nee, der Anruf an Cthulhu kriegt sein eigenes Videospiel. Cthulhu steht so da, ja toll, super, mein Ruf kriegt ein Videospiel und ich stehe hier drauf rum. Toll, schön. Ja, kommt natürlich mit dem 30. Oktober an einem sehr passenden Datum. Ja. Horrorspiele im Rahmen von Halloween rausbringen, ist eigentlich immer eine ganz gute Idee. Ja. Und es ist halt tatsächlich so, man hat, glaube ich, bisher einmal Gameplay gesehen, so richtig. Und man weiß, man spielt einen Detective namens irgendwas mit Pierce, Edward Pierce, glaube ich, im Jahr 1924. Der ist emotional etwas angeknackst. Ganz leicht. Und er soll nun aber einen Mord aufklären. Und dieser Mord führt ihn, wie soll es anders sein, früher oder später in ein Irrenhaus. Ja. So sah es zumindest aus. Und er weiß nur, dass dieser Mord, dass diese Familie irgendwie Cthulhu angebetet hat. Und dass wohl sie versucht haben, Cthulhu in unsere Welt zurückzuholen. Und dann wird er da reingeraten. Man hat schon gesehen, er wird von religiösen Wahnsinnigen gejagt. Er wird von einem äußerst vertrauenswürdigen Mediziner behandelt. Ja. Und es ist wohl wirklich so, dass das Spiel auch wirklich richtige Rätsel hat. Also nicht nur die ganze Zeit weglaufen ist, sondern man muss halt auch wirklich ermitteln als Detektiv. Kann unterschiedliche Wege finden, um im Spiel voranzuschreiten. Unter anderem hat sie so ein Beispiel, wo man im Raum ist, wo ein Geheimgang ist. Und man kann dann halt ganz kompliziert dieses Geheimgang-Rätsel aufknobeln. Genau. Wenn man aber vorher einen Schlaggegenstand oder ein Brecheisen oder so gefunden hat, dann kann man halt die Stelle eben auch ausfindig machen und einfach sich den Weg frei boxen, womit man aber wieder Geräusche macht und die Gefahr erhöht, dass einem wieder religiöse Wahnsinnige hinterher rennen. Ist immer so ein Problem, religiöse Wahnsinnige. Ja. Und dann wird das Spiel wahrscheinlich sehr damit spielen,
was ist Wahnsinn, was ist Realität. Ja, genau, es gibt auch schon, so hast du schon mitbekommen, es soll auch wieder so ein Wahnsinnsmeter geben, ja, wie zum Beispiel bei Amnesia. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es wurde auch schon gesagt, was passiert oder teilweise passiert, wenn man wahnsinnig wird. Also ich denke, was im Original Call of Cthulhu, ja, für die Xbox und PC, da war es ja so, wenn der 100 erreicht hat, dann hat sich der Charakter einfach erschossen und du konntest nichts dagegen tun. Ja, irgendwie so. Ich glaube, da passiert auch irgendwas sehr Extremes, wenn man wirklich komplett wahnsinnig wird. Ja. Wenn man einfach das alles nicht mehr hinbekommt. Und es soll auch wieder so sein, je wahnsinniger man wird, desto mehr merkwürdige Sachen sieht man. Ja. Also desto mehr wird man wahrscheinlich von Cthulhu sehen. Und wer weiß, wenn man komplett wahnsinnig ist, dann wird man von Cthulhu verschlucken oder so. Ja. So. Dann landet man in Bloodborne. Scheiße. Ach so, entstehen die Bloodborne-Helden immer. Das ist die ganze Sache mit diesem komischen Traum immer und so. Ja. Das ergibt Sinn. Siehste? Call of Cthulhu ist die Vorgeschichte von Bloodborne. Ist halt zwar ein bisschen komisch, dass auch für Xbox One und PC kommt, aber mein Gott, man kann ja mal ein bisschen Cross-Promo. Ja, ja. Nee, freuen wir uns auch drauf. Ja. Fanden wir schon seit dem Ankündigungstrailer sehr cool. Wir müssen mal gucken, es kommt von Seer Knight. Das ist ein Studio, was jetzt erst seit kurzem so richtige Spiele macht. Davor haben sie lauter Radsport-Umsetzungen und sowas gemacht. Also jetzt kein besonders ein erfahrenes Team, aber keins, was jetzt schon lange hochwertige Spiele entwickelt. Ich werde die Reviews abwarten, aber ich bin mal vorsichtig optimistisch. Ja, ich denke auch, es wird eigentlich ganz cool werden. Und ja, wenn alles klappt, vielleicht sehen wir uns an Halloween mit diesem Spiel. Ja. Mal gucken. Ja, das wären eigentlich so die Titel, wo wir ganz viel drüber reden können und wollten. Und jetzt kommen wir zu unserer wunderbaren Kategorie und sonst so. Wo natürlich auch ein paar Spiele sein werden, die für den einen oder anderen sehr viel wichtiger sein werden als für uns, geben wir zu. Aber was für uns halt nicht so wichtig ist. Ja. So. Und angefangen am 2. Oktober mit Forza Horizon 4 für Xbox One und dem PC. Und ja, ihr kennt uns, wir sind leider in keinster Weise wirklich Rennsport-Fanatiker. Also wir haben früher Burnout und Need for Speed so ein bisschen gespielt. Das war aber auch all unsere Erfahrung, sonst Mario Kart. Ja. Das was wir mit Rennsport. Klar, Forza Horizon 4, für diejenigen, die auf Rennsport stehen, das wird wieder total phänomenal werden. Absolut bombastische Grafik, wie immer. Tolle neue Rennautos. Forza Horizon war es mit Open World, oder? Ja. Ja. Mit der World, wo man auch wieder herumcruisen kann, alle möglichen Herausforderungen bewältigen kann. Also viel, 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 was man eigentlich so machen kann. Autotune bauen, etc. Jeder, der auf Rennsport steht, wird seinen Heidenspaß am 2. Oktober mit Forza Horizon 4 haben. Ja. Ja, das große neue Feature ist, dass jetzt 16 Spieler auf einer Map rumfahren können. Genau. Die halt alle miteinander synchronisiert sind. Also sie haben alle zur selben Zeit dieselben Wetterwechsel und so weiter und so fort. Und generell, diese ganzen Wetterwechsel sind auch das große neue Feature sozusagen, ja, dass die halt noch krasser, noch bombastischer sind, wie krasser Regen simuliert wird, Schnee, ja, Laub und wie es auch wirklich immer sich angeblich zumindest auf die ganze Fahrphysik für die jeweilige Strecke anpassen soll. Ja. Dann kommt am 2. Oktober Fist of the North Star, Lost Paradise. Für die PS4. Ja. Ja, Fist of the North Star ist ein Prügelspiel nach einem ganz alten Anime. Viele kennen das vielleicht von 9Gag oder generell so aus dem Internet mit den Nani und dann explodiert der Gegner irgendwie. oder vielleicht Neotake, wo diese komischen Geräusche kommen, diese Kampfgeräusche. Eigentlich geht es bei Fist of the North Star um eine postapokalyptische Welt, wo ein Kung-Fu-Krieger auch dort existiert. Generell sind dort alle in der Welt sind halt mega krass aufgepumpt und stark und keine Ahnung was. Und jetzt ist halt so, dass dort irgendwie die Geliebte, glaube ich, ist es von dem Helden, wird entführt und er muss halt hinterher, wurde allerdings da schwer verletzt. Und jetzt ist halt auch Rache aus und er hat halt eine spezielle Kampftechnik, wo er halt ganz schnell die Key-Punkte beim Gegner trifft. Und dann kann er halt dafür sorgen, indem er halt irgendwie dreimal die Brust trifft, dass der Kopf ganz langsam anschwillt und dann einfach explodiert. Also dieser Anime ist auch extrem gore-lastig. Und halt wirklich generell, keine Ahnung, er kann einfach das Herz schlagen und wenn der Gegner drei Schritte geht, explodiert er komplett einfach. Es ist auch immer sehr lustig, aber auch mega gore-lastig. Und jetzt kommt dazu halt ein Prügelspiel, was, glaube ich, auch die Story ich weiß nicht wie weit, aber vielleicht sogar komplett die gesamte Story halt so nacherzählt. Ja. Was für mich an dem Spiel interessant ist, es kommt von den Yakuza-Machern. Mhm. Und es ist einfach unfassbar krass, was die für ein Output haben.
So, wir entwickeln das ja alles. Die ja. Kiwami-Teile, Teil 7 kommt nächstes Jahr, dann kommt irgendwie dieses Jahr noch wieder irgendein Spin-Off. Ja. Und so. Und das entwickelt sich jetzt gerade komplett neue, so. Also naja, komplett neue IP, halt mit diesem Detective-Ding. Ja. Und also ich weiß halt nicht, wie gut das jetzt ist, aber dass sie es schaffen, dass diese ganzen Yakuza-Spiele und so, dass die immer qualitativ gut sind. Ja. Und es ist jetzt nicht ein Megastudio und ich denke mir so, das scheint einfach ein Haufen sehr talentierter Leute zu sitzen in diesem Studio. Das ist schon beeindruckend. Ja. Ja. Ja, dann auch am 2. Oktober, wenn man also weder Rennsportfanatiker ist, noch auf Gorn-haltige Prügelspiele spielt, steht, dann mag man vielleicht wieder in die gute alte nostalgische Zeit so ein bisschen zurückgehen. Und zwar zu Mega Man 11, was für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheint. Ja. Ja, der, sozusagen der nächste Teil in der gesamten großen Mega Man-Reihe, der sich wieder auf die alten Tugenden wieder zurück sind von den alten Mega Man-Teilen. Also sprich, es geht wieder darum, irgendwie ist ein böser Wissenschaftler da, der halt wieder die Welt erobern will und dazu irgendwelche Roboter nutzt. Mega Man muss halt wieder eintreten und muss alle Roboter zerstampfen, muss wieder, keine Ahnung, wie viele, 8, 9 unterschiedliche Roboter-Bosse besiegen jeweils und kriegt jeweils eine neue Fähigkeit von einem Boss. Diese Fähigkeit ist wieder stärker gegen einen bestimmten Boss, dann muss man also in das Level wieder reingehen und so weiter, bis man dann halt zum Finale geht, wo man dann halt die stärksten Gegner und so weiter platt macht. Ja. Und das sieht alles wieder sehr spaßig aus und wieder so ein bisschen, natürlich alles in einem modernen Look, aber es sieht halt wieder doch mal nach einem schönen Mega Man aus und nicht wie zuletzt zum Beispiel dieses Mighty Number 9, was halt zwar vom Mega Man, wie war's da? Vom Mega Man Erfinder. War vom Mega Man Erfinder, was aber halt doch sehr katastrophal war. Ja. Und jetzt, das sieht wieder nach spaßig Mega Man aus. Klar, mal gucken, wie es dann wirklich ankommt, aber ich kann mir vorstellen, für die Jump'n'Run-Fans ist das vielleicht ganz lustig. Ja, genau. Ja, dann eine Reihe, die mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Was mich auch, das habe ich auch wieder überhaupt nicht mitbekommen, dass das kommt. Am 9. Oktober kommt Disgaea 1 Complete für PlayStation 4 und Switch. Disgaea ist eine Reihe, wo du rein optisch nicht merkst, ob du den ersten oder den fünften Teil spielst, weil sie haben sich in 20 Jahren einfach nicht verändert optisch. Ja. Ja, und das ist eine Welt, in der spielt man immer einen Dämonen. Mal aus den unteren Reihen, mal einen sehr mächtigen, der dann geschwächt wird. Und es ist ein Taktikspiel aus der ISO-Perspektive. Man spielt diesen Dämonen mit seinen Story-Gefolgsleuten und kann sich immer allerlei Monster, gegen die man kämpft, rekrutieren. Und dann funktioniert es halt in bester alter Manier. Jeder davon hat eine gewisse Anzahl an Aktionspunkten, einen gewissen Bewegungsradius und gewisse Attacken. Und man kann sich halt immer dann im Rahmen dieser Möglichkeiten bewegen, seine Attacken ausführen und muss halt seine Gegner schwächen. Teil 1 habe ich nicht gespielt. Ich weiß also nicht, ob der schon so komplex ist wie die späteren. Meine späteren Disgaea kommen dann wirklich so Unmengen Sachen dazu mit unterschiedlich farbigen Feldern, die dann verschiedene Effekte wie Unverwundbarkeit und so machen. Da musst du deren Ursprung vernichten, damit die anderen sich umfärben und dann ein anderer Effekt draufkommt, damit du die Gegner überhaupt verletzen kannst und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß nicht, ob das alles hier schon drin war überhaupt. Aber die Reihe ist immer sehr, sehr lustig. Das stimmt. Das ist sehr witzig. Bescheuert. Highlight für mich ist das trotzdem immer noch der dritte. Muss von handeln, dass man Mao ist, der Sohn vom Overlord aus der Unterwelt oder Niemandswelt. Und der erklärt seinem Vater den Krieg, weil sein Vater ist auf seine Spielkonsole raufgetreten und hat seine 9 Milliarden Spielstunden Speicherstände zerstört. Das ist der Grund, warum man den Overlord stürzen möchte. Ja. Und so in die Richtung geht es immer. Ja, und es war halt auch der Grund, warum der fünfte für mich nicht mehr so richtig funktioniert hat, weil er versucht hat, da irgendwie eine Ernsthaftigkeit reinzubringen. Und ich dachte, das muss bescheuert bleiben. Ja. Ja, und so kann man sich halt mit dem ersten Teil nachholen. Ja, PS4 und Switch. Auch wieder so ein Spiel, was ich für Switch super eignet. Ja. In Bus steigen, spielst ein Level, speicherst, fertig. Ja. Ja, dann ebenfalls am 9. Oktober, wenn man auf Strategie keinen Bock hat, dann Lust auf vielleicht auf Schauspielern. Ja. Und zwar bei WWE 2K19 für PS4, Xbox One und den PC. Ja, der nächste Ableger vom Wrestling. Bestimmt tolle neue Grafik, bestimmt neue Kämpfer, neue Kampfmechaniken, ich habe keine Ahnung.
Ja, mich hat halt die WWE-Reihe auch schon lange verloren. Ich habe die früher sehr gerne gespielt, weil ich Wrestling-Fan bin. Und habe mir dann auch beim Wechsel zu 2K viel erhofft, weil 2K sehr gute Basketballspiele macht. Und musste erkennen, dass in WWE halt nicht so viel Geld drinsteckt wie in Basketball und dass deswegen nicht so viel rein investiert wird. Weswegen die Spiele optisch immer noch so aussehen wie vor dem Wechsel zu 2K. Mhm. Und ja, spielerisch sind sie halt, machen sie Laune. Aber es ist jetzt halt wieder mal nichts, wo ich sagen würde, da gebe ich jetzt 60 Euro für aus oder 70. Was halt hier wirklich cool ist, das ist halt wirklich das größte Roster seit Jahren, was sie haben. Es sind irgendwie 165 Kämpfer oder so. Weil sie diesmal die Entwicklungsliga auch mit reingenommen haben. Ah. Also es ist die Hauptshow und die Entwicklungsliga. Also wirklich diesmal sehr, sehr komplett das Roster. Was für mich auch so, ja, dann nee, doch nicht. Es kommt zu viel anderes im Oktober. Ja. Ja, aber das hole ich mir dann vielleicht irgendwann, wenn es in 2 Monaten 20 Euro kostet, dann auch mal. Warum nicht? Ja, dann auch am 9. Oktober erscheint ein Spiel namens The Occupation für PS4, Xbox One und PC. Und wir müssen zugeben, wir haben keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, das ist doch voll ein geiles Spiel. Wir können es nicht wissen. Schreibt es runter. Wir wissen es gerade wirklich nicht. Ja, ein Spiel, was wir natürlich kennen. Am 12. Oktober kommt Luigi's Mansion. Für Nintendo 3DS. Für 3DS nochmal. Ja, nochmal ein Remastered, Remake-Gedöns. Ich glaube, war das nicht das, was sie auf der Nintendo Direct auch angekündigt haben, ganz kurz? Kann sein. Ich glaube, wenn es das ist, dann ist es halt der erste Teil, der damals für GameCube erschienen ist, dann nur für Nintendo 3DS. Man kann es theoretisch das gesamte Spiel im Koop durchspielen. Ja. Wo einer irgendwie ein grünes Luigi-Männchen ist. Ja, wird natürlich rausgebracht, weil Luigi's Mansion 3 angekündigt wurde auf dieser Direct. Und man natürlich den Fans das nochmal in Erinnerung rufen möchte, dass sie denn Luigi's Mansion 3 bitte kaufen sollen. Genau. Ja, am 12. Oktober ebenfalls ein weitaus schlechteres Spiel als Luigi's Mansion. Call of Duty Black Ops 4 für PS4, Xbox One und PC. Call of Duty Black Ops, also sprich wieder so ein bisschen in moderne Richtung mit so Cyborg und Exo-Suit und... War natürlich ein bisschen überzogen. Die Call of Duty-Spiele sind jetzt so rein, wenn man sie so rein von ihrer Qualität her betrachtet, sind die jetzt nicht schlecht. Sind aber auch nicht herausragend. Also es ist ja wirklich so, dass viele dastehen und denken, warum diese Shooter-Reihe so erfolgreich geworden ist. Ja, liegt halt daran, dass sie vor über 10 Jahren das Genre revolutioniert haben. Und seitdem machen sie halt jedes Jahr dasselbe. Und man denkt, ja, eigentlich sind mittlerweile ziemlich an ihnen vorbeigezogen. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Sie haben es zuerst gemacht. Sie haben den modernen Shooter etabliert. Und davon zieren sie bis heute. An Black Ops 4 ist jetzt natürlich auch noch besonders, dass da Blackout mit dabei sein wird. Genau. Die Call of Duty Battle Royale Version. Und zwar eine, die man bezahlen muss. Die muss extra bezahlen? Ja, die ist dann klar. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es wohl Standalone und muss bezahlt werden. Und das ist halt natürlich sehr, sehr spannend. So, inwiefern die Leute bereit sind, für einen Modus Geld auszugeben. Aber es gab ja eine Beta und da waren die Leute durch die Bank weg sehr, sehr, sehr begeistert von Blackout. Ja, es soll angeblich mit das beste Battle Royale. Battle Royale, danke. Battle Royale sein, was es eigentlich so gibt. So nach dem Motto. Ja. Blöde Fliege. Ja, wird auf jeden Fall spannend, weil ja dann einen Monat später auch Battlefield 5 kommt, was nochmal verschoben wurde aufgrund diverser Probleme. Ja. Und die haben ja, wollten das ja auch so machen und haben jetzt aber gesagt, nein, es ist im Spiel drin und das ist kostenlos. Ja. Und also das ist natürlich schon mal ein Vorteil für Battlefield. Ja. Battlefield soll ja aber auch sehr spaßig sein, der Modus. Ja. Mit den ganzen, weil es halt natürlich das Besondere daran, zerstörbare Umgebung. Und das halt in einem Battle Royale. Das ist natürlich schon mal ganz witzig. Ja, genau. Das ist so wirklich die Besonderheit des diesjährigen Call of Duties. Und weiß nicht, dass dieses Call of Duty keinerlei Story besitzt? Es gibt irgendwie so ein Koop-Ding drin, aber ja, es gibt keine klassische Singleplayer-Kampagne. Es gibt keine klassische Singleplayer-Kampagne. Schade, schade. Ja. Dann kommt am 16. Oktober Lego DC Super Villains für PS4, Xbox One, Switch und PC. Ja, nächster Lego-Ableger, diesmal das Besondere, dass man statt die Helden alle Bösewichte spielen darf. Mhm. Aus dem DC-Universe, also weiß ich, Joker, Mr. Freeze, Harley, ich zähle gerade nur die Batman-Bösewichte auf, weil ich ansonsten auch keine DC-Bösewichte wirklich kenne,
Macht ja nichts. Doomsday, DC halt. Ja. Wer DC mag und es wirkt alles wieder sehr witzig, es hat wieder denselben Lego-Charme, ja, denselben Lego-Humor, nur jetzt halt alles mit Bösewichten, die wahrscheinlich aber gar nicht wirklich so böse sind, wie es dann immer so ist. Und ja. Also ich kann mir vorstellen, wer immer noch auf Lego steht und also die auf die Lego-Spiele alle mag, dann wird man damit auch wieder seine helle Freude haben. Wer eine vernünftige DC-Story auf seinem Fernseher sehen möchte, greift hier zu. Nein, also die, nur mal ganz kurz, ich weiß, dass die Animated-Filme alle sehr gut sind. Mhm. Aber es war ein kleiner Shoot gegen die Nicht-Animated-Filme. Dann ebenfalls am 16. Oktober kommt Starlink Battle for Atlas für PS4, Xbox One, Switch. Und da Starlink Battle for Atlas ist ja ein Story-Spiel mit Weltraumschlachten, wo man halt seine eigenen Raumschiffe fliegt und dann halt eine Story irgendwie so erlebt. Und das Besondere daran ist aber, dass man dazu Zubehör bekommt, nämlich ist sozusagen der Controller. Man kann an seinen Controller ein Raumschiff-Modell ranpappen. Und dann kann man während des Spiels, während man fliegt, kann man einfach Teile austauschen. Man kann einfach dann irgendwelche Flügelteile austauschen mit anderen Flügelteilen, die man hat, Waffen hinzufügen. Und das wird dann sofort instant im Spiel übertragen. Wo ich dann sogar auch einen sehr lustigen Bericht gesehen habe, wo dann, ich glaube, es war Nils von Rocket Beans, hatte ich so gesehen, der hat einfach mal probiert, so viel wie überhaupt nur möglich auf dieses Schiff raufzupacken. Und also wirklich, keine Ahnung, 20 verschiedene Flügel und jeder hat seine Waffnung gehabt und das wurde auch wirklich ins Spiel übertragen. Problem war aber nur, er konnte nicht losfliegen, weil das Schiff zu schwer war. Also es gibt anscheinend irgendwelche Bedingungen, man kann nicht alles irgendwie machen. Es wird aber alles ins Spiel übertragen, man kann sehr lustige Sachen machen. Es wird für die Kleinen wieder total toll sein und wieder ein weiterer Geldfresser für die Eltern. Das Besondere ist noch dazu, dass exklusiv bei der Switch gibt es noch eine Star Fox Mission oder ein Star Fox Arc, sag ich jetzt mal, wo man dann auch wirklich den Star Fox Flieger nehmen kann. Kaufen darf. mit Falco, mit Peppy, mit Wolf, wie es ja jetzt auch gesehen wurde auf Nintendo Direct. Und ja, ist jetzt nichts für uns und ist halt wirklich mehr wirklich auf Kinder gezielt abgerichtet. Ja. Ja, bei mir bleibt es dabei. Ich finde die Technologie weiterhin sehr spannend, dass das halt geht. Das sieht man ja auch bei den diversen Lego-Spielen und so. Und Skylanders und bla. Ja. Aber mir wäre es allein viel zu doof, mitten beim Spiel irgendwelche Sachen umbauen zu müssen. Ja. Um dann weiter zu spielen. Ja, ich weiß auch nicht, wie gut das ankommt. Aber ich bin mir sehr sicher, die werden damit ihre Millionchen machen. Dann kommt auch am 16. Oktober, sehr viel am 16. Oktober, Warriors Orochi 4 für PSV, Xbox One, Switch und PC. Ein Warriors-Spiel. Ein Warriors-Spiel. Es tut uns leid, Hide. Sorry. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt hier wärst, also so jetzt so zwischen uns hier so, dann würdest du wahrscheinlich jetzt ganz viel darüber erzählen können. Schreib es doch gerne in die Kommentare. Dann können die anderen sich's durchlesen, weil es mit Warriors Orochi 4 auf sich hat. Ja. Also ich gehe jetzt mal einfach, ich rate jetzt einfach ins Blaue. Man wird wahrscheinlich gewisse Samurai- und Ninja-Charaktere spielen. So asiatisch so. Man wird über Schlachtfelder laufen. Millionchen an Gegnerchen. Mini-Gegnerchen töten. Ab und zu mal etwas härteren Gegner töten. Dazu natürlich seine eigenen Leute aus vielleicht so ein bisschen befehligen. Irgendwelche Missionsziele ab und zu mal machen. Und wahrscheinlich kommt auch Dämoni vor. Dämonchen. Was ist gerade los mit mir? Dämonchen vor. So, das ist das Warriors Dämoni. Dämoni 4. Oh, ist Dämoni 4. Ja. Ja, das ist jetzt mein Rat jetzt mal. Also, ich habe das Gefühl, könnte es damit ganz richtig sein. Meinst du? Ja. Dann kommt am 16. Oktober For Honor Marching Fire. Entschuldigung. Marching Feierchen. ein DLC für For Honor. For Honor versucht weiterhin seine Spielerschaft zu retten, weil sie haben ja vor einer Weile mal so eine kostenlose Woche gemacht. Ja. Wenn man sich For Honor da gedownloadet hat, dann blieb es auch tatsächlich kostenlos. Ja. Also man hatte es dann. Haben damit die Spielerzahlen auch ganz gut wieder geboostet. Und ja, jetzt kann man sich, wenn man gerade entdeckt hat, wie toll man dieses Spiel findet, kann man sich Marching Fire kaufen. Genau, bei Marching Fire kommen jetzt die asiatischen Kämpfer hinzu. Ja.
Da hat man dann anscheinend irgendeinen, ich sag mal, einen Mönch, einen Kung-Fu-Mönch, der irgendwie dazukommt, einen Ninja, einen riesigen, breiten, starken Typen mit einer Stabklinge, deren Name ich immer wieder vergesse, wie es eigentlich wirklich heißt, und natürlich einen richtigen Samurai-Kämpfer. Ja. So. Ja, das ist witzig. Also ich muss wirklich sagen, bei mir war es so, ich erinnere mich, dass das angekündigt wurde auf der E3, mhm. aber ich habe jetzt schon wieder alles vergessen, was gesagt wurde zu Marching Fire. Das beschreibt für mich For Honor ganz gut. Irgendwie. Ja, ja. So, da haben wir uns nämlich drauf gefreut damals. Ja. Aber irgendwie ist das aus meinem Interessensbereich so völlig weg. Ja, es ist, ich sag mal so, es ist auch ein bisschen zum Beispiel wie Sea of Thieves. Ja. So irgendwie in diese Richtung. So. Wir haben uns auch drauf gefreut, aber es ist halt dann doch mehr eine Enttäuschung. So. Hm. Ja. Naja. Also ich weiß noch, dass sie jetzt irgendwie so einen richtigen Castle Siege Modus drin haben noch. Ne? Das war auch neu. Das kommt auch noch dazu. Dass man so richtig Schlosseroberungen und Verteidigungen spielen kann. Genau. Mit Sachen, die man sich dann eben, also mit Verteidigungsanlagen, die man bauen muss und die man stürmen muss. Genau, mit so. Ballisten und so weiter. Und ja, dann marscht man with fire. Durchs Feuer. Ja. Ins Feuer. Ja. Dann kommt am 19. Oktober Soul Calibur 6. Oder V-I. Mhm. Wie? Naja, Soul Calibur, der nächste Teil. Ist ein Prügelspiel. Besonders Soul Calibur, Gott, ich kann nicht mehr sprechen, ey. Soul Calibur war ja immer, dass man halt, dass die ganzen Kämpfer mit irgendwelchen Waffen ausgestattet waren, die man auch immer wieder bestimmen kann, welche Waffen, unterschiedliche Eigenschaften und so weiter. Und so wird es auch wieder bei diesem Soul Calibur sein, mit einer neuen Story, mit unterschiedlichen Charakteren, diese scheiß Fliege die ganze Zeit. Wir lassen uns nicht ablenken, sind voll konzentriert. Ja. Was habe ich gerade während diesem einen Moment mit dem, wir sind immer konzentriert, diese Fliege fliegt. Egal, Soul Calibur. Viele Charaktere, Prügelspiel, kommt immer gut an. Und was ich bis jetzt gehört habe, soll auch Soul Calibur 6 sehr gut bis jetzt angekommen sein bei den Testern. Ja, und was ich gehört habe, es kann auch völliger Mumpitz sein, wenn ich mich jetzt falsch erinnere, aber ich glaube, es ist so eine Art Soft Reboot. So, also von der Story her und so ist es jetzt wohl wieder, dass es man die jungen Version der Charaktere spielt und so. Stimmt. Und die Story, ja, die Story irgendwie gebootet wird. War weil sie sich wohl da auch in so eine Ecke gebuckt haben. Gebuckt, dass sie sich bei Wrestling da geschrieben haben, wo man so, ja, wie kommen wir da jetzt raus? Alle jung. Ich meine, hey, Soul Calibur, Wrestling, ist fast dasselbe. Ja. Die einen kämpfen mit Waffen, die anderen mit Fäusten. Ist dasselbe. Ja, genau. Wenn man keine Lust hat, sich auf die Schnauze zu hauen, um Konflikte zu lösen, ja, dann stellt man einfach fest, wer der bessere Tänzer ist. Ja, dann macht man ein Dance Battle. Am 23. Oktober. Genau, und zwar bei Just Dance 2019. Was für PS4, Xbox One, Switch, Wii, Xbox 360 und Wii U erscheint. Für die Wii. Für die Wii erscheint das noch. Holy shit. Okay. Okay. 13. Oktober ist der nächste Ableger von Just Dance. Neue Songs, wahrscheinlich verbesserte Technik, damit man besser tanzen kann. Just Dance. Just Dance. Just Dance. Und dann kommt noch am 26. Oktober ein Spiel namens My Heroes One Justice für PS4, Xbox One, Switch und PC. Es hat mit den Helden, glaube ich, zu tun. Mhm. Keine Ahnung. Und mit Gerechtigkeit. Und mit Gerechtigkeit. Könnte ein Anime-Spiel sein. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Mir sagt's, muss ich gerade sagen, nichts. Oder Katakalo hat endlich seinen verdienten Ableger als Captain Justice bekommen. Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das. Ja, damit sind wir durch. Das war unsere Liste. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir irgendein Spiel vergessen haben oder wir zu den und sonst so Spielen irgendwas vergessen haben zu erzählen. Dann gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten, schaut auch gerne noch bei unseren anderen Podcasts hier bei Graum Entertainment vorbei. Die sind alle ganz wunderbar. Schaut auch gerne bei Grauen Gaming vorbei, da sind unsere ganzen Let's Play und Stream Aufzeichnungen. Oder seid auch gerne mal live bei unseren Stream Aufzeichnungen dabei. Und da könnt ihr ganz fleißig dann live in die Kommentare schreiben. Ja. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao. Ciao.